Es geht weiter. Ein weiterer, hallo übrigens, ein weiterer Sprecher, Sebastian Schweder von Amnesty International, er ist Rechtsanwalt und der Menschenrechtsexperte von Amnesty International in der digitalen Welt. Sebastian, dein Mikro, dich drangehen, gut sprechen, da ist dein Publikum, empfangt sie mit Applaus. Danke. Liebe Mitstreiterinnen und liebe Mitstreiter, die Enthüllungen Edward Snowdens haben der Welt eine dramatische Erosion der Privatsphäre gezeigt. Wir wissen heute, die Geheimdienste der USA und Großbritanniens, die ihnen verfügbaren Mittel dazu nutzen, Netzinfrastrukturen, Endgeräte und technische Standards zu manipulieren und sich nahezu unbegrenzten Zugang zu den Mobilfunkdaten und Internetaktivitäten von Millionen Menschen zu verschaffen. Das Ausmaß und die Wahllosigkeit dieser Überwachung sind erschreckend. Es ist klar geworden, dass ein großer und ständig wachsender Teil der Menschheit, nämlich derjenige mit Zugang zu modernen Kommunikationsmitteln, heute unter Dauerbeobachtung steht. Ohne konkreten Anlass kann jeder Mensch jederzeit zum Ziel heimlicher staatlicher Überwachung werden. Die gesammelten Daten bleiben vielleicht sein ganzes Leben über gespeichert und können ihm jederzeit zu beliebigen Zwecken vorgehalten werden. Dies stellt eine massive Verletzung des Menschenrechts auf Privatsphäre dar. Die Enthüllungen haben uns gezeigt, dass dieses Recht in der digitalen Kommunikation heute weltweit nahezu völlig ausgehebelt ist. Ein schwerwiegenderer Eingriff in ein einzelnes Menschenrecht ist, noch dazu in dieser globalen Dimension, kaum vorstellbar. Nach dem, was wir heute wissen, gehen die größten Gefahren für die Menschenrechte im Netz zurzeit von den Five Eyes-Staaten aus. Wir dürfen darüber allerdings nicht vergessen, dass sich auch andere Staaten, unter anderem Deutschland und natürlich nahezu alle EU-Staaten von einigem politischen Gewicht an diesem Überwachungsnetz lebhaft beteiligen. Sie profitieren nicht unabhängig und unerheblich von dem Ringtausch dieser Datenbestände. Wir müssen uns zugleich den Unterschied zwischen der klassischen Spionage gegen fremde Staaten und der jetzt aufgedeckten Massenüberwachung quasi der gesamten Bevölkerung klar machen. Die Wahrheit ist, das Spiel, das hier gespielt wird, heißt nicht USA versus Deutschland oder die Five Eyes gegen den Rest der Welt. Das Spiel, das hier gespielt wird, heißt Regierung versus Bürger. Ich bin echt so in den letzten Monaten sehr von den Kippen gekommen, weißt du? Ich streame sehr oft welche, aber ich habe die Gefühle dann nicht, Alter. Was passiert denn mit all diesen Daten? Ein Nachweis, dass diese Programme zur Verhinderung irgendeines Terroranschlags beigetragen haben, steht bis heute aus. Stattdessen wissen wir, dass die USA allein auf Basis von Telekommunikationsdaten, die unter anderem in Ramstein ausgewertet werden, Drohneneinsätze auch gegen Unschuldige fliegen und extralegale Tötungen in Ländern wie Pakistan, Somalia oder dem Jemen selbst an Minderjährigen durchführen. Auch auf andere Menschenrechte, wie etwa die Meinungs- und Informationsfreiheit, hat die Überwachung gravierende Auswirkungen. Zu den sogenannten Chilling Effects gibt es überzeugende Studien. Der britische GCHQ manipuliert darüber hinaus sogar aktiv und ganz gezielt Informationen und Meinungsäußerungen im Netz. Mehr und mehr wird klar, der Zweck dieser völlig wahllosen Überwachung ist nicht allein die Terrorabwehr. Es geht auch um die Möglichkeit der Kontrolle von Gesellschaften und ihre Steuerung. Das muss ein Ende haben. Ohne Privatsphäre sind Rechtsstaat und Freiheit nicht denkbar. Dort, wo in unsere Rechte von außen eingegriffen wird, haben die staatlichen Organe eine Schutzpflicht gegenüber den Menschen in ihrer Hoheitsgewalt. Sie müssen mit den Mitteln, die sie haben, dafür sorgen, dass die massenhafte Verletzung des Rechts auf Privatsphäre abgewehrt wird. Wir fordern, die Bundesregierung muss dieser Schutzpflicht nun endlich nachkommen. Sie muss selbst eine aktive Rolle bei der Aufarbeitung und der Erarbeitung von Wegen für einen besseren Schutz dieses Menschenrechts spielen. Und sie darf auch der Aufklärung der Vorwürfe durch den NSA-Untersuchungsausschuss keine Steine in den Weg legen. Es muss sichergestellt sein, dass der Hauptzeuge Edward Snowden angehört werden kann. Auf der Untersuchungsausschuss
Ausschuss selbst darf sich nicht auf die Überwachung der durch ausländische Geheimdienste beschränken, sondern er muss darüber hinaus auch untersuchen, welche Rolle deutsche Nachrichtendienste bei der globalen Überwachung spielen und in welchem Umfang sie mit den US-amerikanischen und britischen Diensten kooperieren. Es müssen jetzt endlich Konsequenzen gezogen werden. Die Enthüllungen von Edward Snowden dürfen nicht ausgesessen oder vergessen werden. Man konnte in den letzten Monaten häufig die Resignation vieler Menschen hören. Die Frage, warum passiert nichts? Doch, es passiert etwas. Diejenigen begreifen, was da abgeht. Die begreifen, wie da hinter ihrem Rücken unser Staats- und Gesellschaftsmodell umgebaut wurde und wird. Die werden wütend. Wir sind heute hier. Zahlreiche NGOs, auch solche wie Amnesty, die bisher nicht ganz vorne dazu gearbeitet haben, haben das Thema nun auf ihrer Agenda. Und auch die Politik ist bisher, trotz aller Versuche von verschiedener Seite, das Thema auszusitzen oder die Aufklärung zu behindern, nicht zur Ruhe gekommen. Es hat einige kleine, zaghafte Schritte in die richtige Richtung gegeben. Wir wollen, dass dieser Trend sich fortsetzt. Wir wollen, dass die Schritte größer, mutiger werden. Die gravierenden systemischen Probleme, die hinter diesen Enthüllungen stecken, die werden nicht von heute auf morgen zu lösen sein. Es wird ein langer Marsch werden. Aber denjenigen, die glauben oder gar hoffen, dass wir unterwegs straucheln und aufgeben, denen möchte ich sagen, wir haben festes Schuhwerk dabei. Wir werden dieses Thema beharrlich weiterverfolgen. Amnesty hat Erfahrung mit Beharrlichkeit. Und es sind gute Erfahrungen. Die Vereinbarung von wichtigen menschenrechtlichen Verträgen wie der Anti-Folter-Konvention oder dem Waffenhandelsabkommen letztes Jahr sind nur durch langes, zähes Ringen zustande gekommen. Lassen Sie uns auch hier beim Thema Überwachung nicht vorzeitig aufgeben. Die Zeit ist mit uns. Natürlich wird das kein leichter Job. Und natürlich ist es nicht nur die Aufgabe von Amnesty, sondern von uns allen. Wir müssen klar machen, dass dies ein Problem aller Leute ist, nicht nur von ein paar Netzaffinen oder Bürgerrechtlern. Wir brauchen mehr Normalos, die begreifen, was da mit ihren Rechten passiert. Menschenrechtsbildung ist wichtig. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Jeder kann Botschafter, jeder kann Multiplikator sein. Zeigen wir gemeinsam der ausufernden Überwachung die rote Karte. Ich möchte abschließend noch an eines erinnern. Die Tatsache, dass wir heute hier überhaupt gegen die unverhältnismäßige Überwachung demonstrieren können, haben wir nur dem entschlossenen Handeln eines mutigen Mannes zu verdanken, der uns über diese massiven Menschenrechtsverletzungen informiert hat. Amnesty wird in Kürze eine Petition veröffentlichen, die sich dafür einsetzen wird, die prekäre menschenrechtliche Lage von Edward Snowden zu verbessern. Bitte helfen Sie mit. Unterschreiben Sie, besuchen Sie unsere Website in den nächsten Tagen, nehmen Sie an unserer Petition teil. Vergessen wir nicht die Menschen, die Verletzungen unserer Menschenrechte aufdecken und uns allen dabei helfen, diese Rechte zu verteidigen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Sebastian Schweder. Er erwähnte gerade die rote Karte. Kommen wir von der roten Karte zu den roten Regenschirmen.